Okay, dann holen wir uns mal Erde, so wie wir es das letzte Mal gemacht haben. Zwei Stacks sollten reichen. 86% meiner Zuschauer sind noch keine Abonnenten, wenn auch du derjenige bist, der hier regelmäßig vorbeischaut, aber noch kein Abo dagelassen hast, dann drück doch gerne auf die Glocke. Das wäre super nice und würde mir voll helfen. Danke. Und ich bin gerade echt faul. Merke ich gerade, aber es funktioniert, denke ich, hoffe ich. Jo, sogar in die richtige Richtung. Geil. Perfekt. Jetzt haben wir hier noch einen Brass-Tunnel runter. Und dann machen wir uns erstmal Dings. Eisen. Okay. Jetzt können wir den Testlauf machen schnell, ob alles läuft. Und wenn da alles läuft, weil wie gesagt, das hier. Dass die jedes Mal reagiert, obwohl man nicht ihren Namen sagt. Das ist so nervig. Jetzt flutscht's. Jetzt flutscht das Ganze. Komm, wasch durch. Manchmal braucht es einfach, manchmal ist es stuck. Aber er wäscht. Solange die weißen Partikel da sind, ist alles gut. Dieser Teil ist nur ein reines Notlösungsprogramm. Und dann so. Jetzt müssen wir mal gucken, dass alles richtig rumläuft. Nein. Okay, wir müssen in den Negativbereich. Crushing it auf minus. Was auch immer. Und jetzt haben wir eine Geschwindigkeit, wo wir auf jeden Fall noch ein bisschen Glas brauchen. Mehr geht nicht, da zerreißt's. Zerschießt mir quasi mein Zeug. So. Schön waschen. Gravel muss ich auch noch mit reinschmeißen. Ja, auch noch eine ganze Menge. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall festgestellt, ab wann, welchen Zeitpunkt zerreißt mir mein System oder meine Welle oder warum auch immer diese Welle dann darunter leidet. Vielleicht ist sie auch einfach ein zu langer Shaft und müsste in sich gestützt werden. Kann auch sein. So, warte mal, wir müssen noch schnell voiden. So, also Shift und zurück. Und da müssten wir eigentlich ein Upgrade draufschmeißen. Mich wundern, heute mal ohne Stream einfach mal ein bisschen vorankommen, ein bisschen bauen und damit ihr auch dann Bescheid wisst, was hier passiert. Ja, dachte ich mir, komm, mach ein Video draus, weil ich möchte noch einiges schaffen. Wir haben zwar schon eine Kleinigkeit geschafft, aber wir müssen hier noch ein bisschen einen Filter einstellen und weitere Produktionen mit einfügen und Förderbänder schaffen und alles Mögliche. Deswegen, ja, dass wir einfach mal ein bisschen vorankommen. Deswegen werde ich mich jetzt mal hinsetzen und werde jetzt hier den nächsten Filtermechanismus einbauen, dass wir hier quasi nochmal Kies abschöpfen und den hier drüben dann zu Sand verarbeiten. Ja, das werde ich jetzt machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ah, da ist man gerade ein bisschen am Farmen und Reparieren. Und was kriegen wir hier? Wir kriegen Besuch. Ja. Ja, ich will doch nur arbeiten, Jungs. Geht mir doch bitte nicht auf den Keks. Mein Gott. Selber schuld. Er lernt einfach nicht raus. Und da ist er tot. So, jetzt haben wir noch, können wir noch einen Raid verursachen. Passt. Oh Mann. So. Aber es passt, weil ich wollte jetzt eh euch nochmal kurz einen Input geben. Ihr seht, ich musste hier ein bisschen improvisieren, weil ich hatte hier ein Riesenproblem. Hier ist immer wieder Cobblestone runtergetropft. Und ich habe schon versucht, hier
mit Glas abzuschirmen. Ja, da ist noch einer. So, danke. Und es ist immer wieder trotzdem irgendwann mal ein Cobblestone runtergetropft. Ihr seht es auch hier. Die fallen hier immer wieder raus. Ja, deswegen habe ich jetzt einen Drawn eben beigesetzt. Den wollte ich eh noch aufsetzen, aber gut, dann machen wir es halt eher als es ist. Und dann farmen wir hier nebenbei nochmal Cobblestone extra. Das ist dann für die Rennfarm da drüben. Eigentlich wäre es vielleicht zum Besten, wo es auf die andere Seite zu hängen. Aber wir kriegen es auch von hier schön rüber. Ich muss das nur hier dann irgendwann mal schöner bauen. Aber es war jetzt in der Not und in der Eile. Und ja, man sieht es hier. Ist auch immer wieder ein Cobblestone mit drin. Und ich verstehe es nicht. Weil im Stream lief alles wunderbar. Aber jetzt irgendwie läuft es komplett unsauber. Und es glitscht immer wieder einer durch. Das muss ich mir auf jeden Fall angucken. Vielleicht kriege ich eine Lösung. Wenn ja, sage ich sie euch gerne. Ansonsten, ja, machen wir weiter unser Eisen. Und wir haben schon 1500 Nuggets. Das ist eine schöne Menge. Jo, so. Jetzt haben wir das Problem gelöst, weil es kam immer noch zu Block-Glitches. Aber gut, wenn das Spiel es möchte, überlege ich mir eine Lösung. So, ich habe jetzt diese Konstruktion hier seitlich wieder weggebaut. Mal einfach hässlich, man sieht, es kommen immer noch irgendwie Blocksblöcke durch, aber es sind deutlich weniger. Und für den Fall, dass doch einer durchkommt, wird er einfach hier aufgesaugt. Dann haben wir hier noch einen kleinen Zwischenspeicher eingerichtet. Und dann geht es hier direkt raus. Ah, und wir haben schon 1500 Cobblestone. Einfach mal auf Halte. Das ist nicht verkehrt. Kann man mal brauchen. Ja. Genau. Das ist jetzt meine Lösung, um dem entgegenzuwirken. Ist jetzt nicht schön. Aber bringt auf jeden Fall aktuelle Sicherheit in meiner Eisenfarm, weil eigentlich soll das ja hier noch nicht sein. Das ist eigentlich so nicht angedacht, aber ich habe akuten Eisenmangel. Deswegen haben wir das im Stream noch schnell eingebaut. Und jetzt funktioniert's. Sauber und glitchfrei. Wunderschön. So, endlich ist es soweit. Das Ganze läuft. Wir haben alles angeschlossen und in der Zwischenzeit einiges an Eisen verdient. Nice. So, wir haben noch ein paar Kleinigkeiten anzuschließen. Aber das machen wir jetzt alles zusammen und dann gucken wir doch mal, ob das wirklich so funktioniert, wie es in meinem Kopf geplant ist. Als allererstes brauche ich noch schnell Filter. Die habe ich natürlich nicht vorbereitet, deswegen hole ich die mal schnell. So, da ich jetzt noch mein Bad Omen drauf hatte, habe ich gleichzeitig, weil ich ja Villager habe, auch noch ein Raid ausgelöst und da ist ein Verstärkter dabei. Na super, und ich sterbe gleich. Ne, der hat Withering Effekt. Er hat meine Villager umgebracht. Die Sau hat meine Villager umgebracht. So. Holt von der Trauer. Naja, gut. Ist halt blöd gelaufen, aber gut. Die Villagers sind nun weg. Also zum einen brauchen wir hier was und dann brauchen wir noch sicherheitshalber hier einen Filter, dass hier nur Clayball durch darf. Weil wenn wir dies zu Sand verarbeiten, entsteht zu einer geringen Prozentwahrscheinlichkeit ein bisschen Clayball und auch Flint, ganz klar. Deswegen wird der Flint hier abtransportiert. Dann müssen wir noch einen kleinen Filter draufsetzen, dass, wenn das Ding voll ist, alles weitere verbrannt wird. Und hier wird sich der Sand sammeln. Dann soll hier
Das Band ist viel zu schnell. Gehen wir von der anderen Seite. So. Hier wird eingestellt mit der Wrench, dass das Ganze getrennt werden soll. Keine Wenn-Wahrscheinlichkeit, sondern du tust es, ob du willst oder nicht. Es wird aufgeteilt. Hier das Gleiche. Einfach den Tunnel drauf. Und ach, das ist blöd. Dann machen wir Filter Dirt. Dann passiert das nicht. Und genau. Hier müssen wir noch einstellen, weil ja ab und zu mal Cobblestone kommt, dass hier nur Kies durch darf. Und dann sicherheitshalber noch einen erzwungenen Split. Das heißt, ein Teil geht vor. Oder auch nicht. Ich sehe gerade keinen. So, ich habe es jetzt eingestellt. Ich habe das Ganze lösen können, dadurch, dass ich jetzt die ganzen Wege belegt habe. Habe ich hier noch gesagt, okay, hier darf Kies durch. Deswegen hat er das nicht aufgedröselt. Und dann funktioniert das Ganze. Das ist ja jetzt nur entstanden, weil ich hier aktuell die Filteranlage irgendwie antreibe. Das wird ja demnächst jetzt dann wegfallen. Cobblestone wird gecrushed, wird hier gesplittet. Ein Teil Kies wird weiterverarbeitet. Der andere Teil Kies wird hier rüber gefahren. Dann folgen wir den ganzen mal. Und schauen, ob das Ganze so funktioniert, wie es funktionieren soll. Wir sollten dann nicht in die Crushing Wheels rennen, weil das könnte wehtun. Und au! Oh, okay, wir müssen hier noch eine Sicherheit machen, weil das Ganze etwas zu sehr hüpft. So, jetzt müsste es theoretisch klappen. Ja, perfekt. Da haben wir noch ein bisschen Kies, der mitrutscht. Und da ist anscheinend Kies reingefahren, deswegen genau. Und das Eisennugget muss auch raus. Ach nee, das war Clayball. Warum? Ich habe mir jetzt das Problem angeschaut. Ich habe ehrlich gesagt keine Lösung gefunden. Sobald ich den Brass Funnel mit 3 Ausgängen belegen möchte, hängt er sich komplett auf. Egal, was ich ihm sage. Er kriegt es nicht gebacken. Deswegen habe ich jetzt den Lösungsweg so angesetzt. Wir werden den Sand jetzt in dem Fall rechts von mir einlagern. Links von mir finden wir den Clayball und schon läuft das System sauber. Jetzt müssen wir die Drawer noch upgraden, dass da auch dementsprechend Material rein kann. Und dann sind wir erstmal good to go. Das wäre jetzt die ganze Maschine fürs Erste. Und ja, sie funktioniert. Schön kommt noch. Schön kommt noch. Mir geht es jetzt erstmal nur rein um die Technik. Und das hier, so wie es hier jetzt gerade aufgebaut ist, gibt es ja eigentlich sowieso erstmal aktuell nicht. Und dann wäre der erste Fabrikabschluss, der erste Fabrikanschluss abgeschlossen. So. Okay. Das läuft voll, das läuft voll. Und overstressed. Wie das? Passiv. Was ist kaputt? Das kann nicht sein.
So, Material ist da. Ah, da hat sich Erde eingeschlichen. Wie kommt die da rein? Wie kam denn die jetzt ins System? Wir haben 6000 Holz. Wir produzieren aktuell immer noch viel mehr, als wir verbrennen können. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Wir können uns gerne weiter im Stream darüber unterhalten. Infos darüber gibt es unten in der Beschreibung. Einfach draufklicken, Spaß haben, vorbeischauen. Und dann wünsche ich dir noch was reingehauen. Man sieht sich. Ciao.